Da wäre die Schaufel Nummer 1 auch verbrannt. Allerfeinst. Und out of Holz sind wir auch schon wieder. Man, wir haben einen Ressourcenverbrauch ohne Ende. Ein Glück, dass es in Minecraft potenziell unendlich Ressourcen gibt. Außer von Dungeon-Rohstoffen natürlich. Dann gehen wir hier oben ein bisschen Holz hacken, machen den Forstbetrieb auf. Mutter, der Mann mit der Axt ist da. Merles Fuag. Also Fuag. Nicht das Wort, das eine andere Bedeutung hat, wie Verkehr. Und hier forsten wir gleich wieder ein paar Bäume auf. Die pflanzen wir am besten sofort wieder nach, damit wir auch hier immer schön Wäldchen haben, die wir dann wiederum abholzen können. Fuag erinnert mich jetzt an FOOS, das ist in Websprache Flash of Unstyled Content. Auch Unloaded Content manchmal. Da sollte ich natürlich erzählen, was das ist. Das ist, wenn zum Beispiel Fonts noch nicht geladen haben und du siehst, dass da der falsche Font drin ist und dann lädt der Font rein, dann war das ein Flash of Unstyled Content. Ich frage mich gerade, ob das auch Layout-Shifts mit einfließt, wenn zum Beispiel Bilder nachgeladen werden, aber die noch nicht im Layout mit drin sind. Hey, hey, hey. Allzu lang werde ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich würde sagen, die Stunde machen wir auf jeden Fall noch voll und dann geht's ab in die Higher. Denn morgen werde ich noch ein weiteres Mal arbeiten müssen und dann ist auch schon Karfreitag. Bandcamp. Ob ich mir ein Bandcamp machen soll? Für die Band oder die Banda. Ditte wäre eine Sache. Die alte Ditte. Die alte Dittenmaus. Ah, die sind alle hier miteinander verbandelt. Das ist nicht geil. Da wäre es sinniger, wenn wir den hier jetzt abholzen. Heute mit einer Kollegin wirklich ein Gespräch über Wahrheit. Ist es wahr, dass Bananen krumm sind, weil sie der Sonne entgegenwachsen? Ich meine, man hört das immer, aber
ist dem wirklich so? Muss ich mal Harald Lesch anrufen. Oder Wikipedia bemühen. Ich würde sagen, wir springen unseren Poppes hier demnächst wieder auf die Insel hier zurück. Und dann würde ich mal die erste Aufnahme Minecraft beenden. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen gefunden, eine coole Insel. Hier würde ich später noch ein paar Häuschen errichten an dem See, weil der sich halt so toll anbietet. Und ich denke, da oben könnte man einen Wolkenpanzer zu bauen. Könnte man. Böte es sich möglicherweise an. Dann müssen oder möchte ich auch irgendwann wieder einen Monster-Spawner entdecken. In der Alpha sind die ja ein bisschen besser verteilt und ein bisschen näher an der Oberfläche, zumindest oftmals. Vielleicht haben wir da irgendwas. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Monsterfallen kann man immer gut gebrauchen und Mobs farmen auch. Und da wir in der Alpha 1.1.2.0.1 spielen, müssen wir uns auch keine Gedanken über irgendwelche Redstone-Apparaturen machen. Zumindest noch nicht. Später mal eine Farm. Freilich kann man machen. Aber jetzt muss da noch nichts sein. Da ist unser Bötchen rüber geschippert. Naja, 20 Wood, das bringt uns nicht sonderlich viel weiter, aber es ist ein Anfang. Ich meine, anfangs farmt man immer deppert viele Ressourcen und dann irgendwann hat man dann so viel, dass man keine Ahnung mehr hat, wohin damit. So, Häusli fertig, würde ich sagen. In eine Eingang machen oder in zwei Eingang? 2, 3, 4, 5, 6. Da würde ich einen Zweier Eingang anbieten. Der dann irgendwie da runter führt. Und da wird es auch schon wieder Nacht. Vielleicht so in der Art. Wir machen es wie Bob der Baumeister. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ich hier einen Eingang machen, so eine kleine Eingangshalle. Hier vielleicht ein paar Glasfenster mit reingeballert. Beobachten uns die Schweine nicht gleich wieder. Dann machen wir doch noch schnell einen Smelter hier rein. Älter Smelters.
Vielleicht eine kleine Schmiedeecke oder Kochecke oder irgendwas in der Art. Da ballern wir mal den raus. Noch ein kleines Stückchen Holz hier. Muss auch mal schauen, wie wir die Fenster genau verteilen. Ich mache jetzt einfach mal. Ob wir hier eine Dreierhöhe machen oder eine Vierer. Eine Zweier- oder eine Dreierhöhe. Ich glaube, ich denke, jetzt ist ja, sind es ja drei. Muss ich mir überlegen. Aber ich mache mir schon Gedanken dazu. Kriegt man schon alles hin. Ja. Zwei hiervon, dann haben wir 30. Das ist ja auch einiges. Aber es, ja, ich würde schon sagen, dass es den Raum auf jeden Fall ästhetisch aufteilt hier. Könnte man auch ein Fenster reinhauen. In der Art vielleicht, damit man hier dann den Sonnenaufgang schön beobachten kann und hier dann den Sonnenuntergang oder den Monduntergang, Mondaufgang, was weiß ich. Hey! Das ist Ruhestörung! Nein, den Zombie habe ich nicht eingeladen. Sowas in der Art vielleicht, ja. Schwein. Muss leider draußen bleiben. Groovy, baby. Dann werden wir jetzt voll safe. Das gefällt mir noch nicht wirklich. Die Schweinesteaks schon braten. Das ist ja herzallerliebst. Oder auch nicht. Oder hat das jetzt kurz vorm Braten versagt? Einen ballern wir hier noch rein.